So, da sind wir wieder. Gerade eben hat Caroline uns abgewiesen und wollte nicht im Aufzug mit uns ein Baby zeugen. Aber kann ich irgendwie auch verstehen. Fahren wir einfach. Nein, reden wir mit Caroline. Freundlich. Nach Hause einladen, obwohl wir zu ihrer Party eingeladen wurden. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Also das finde ich jetzt auch irgendwie richtig komisch. Peter wird von ihr zu einer Party eingeladen. Und ja, jetzt gehen sie beide zu ihm nach Hause und Peter irgendwie so ganz traumatisiert. Oh mein Gott, Peter, lass den Kopf nicht hängen. Wie geht denn der? Das ist ja mal voll krass, voll der Zombie. Schräg. Aber trotzdem ist er sehr glücklich. Mann, Peter, wie lange dauert denn das noch? Geh mal schneller. Er fährt bei ihr im Auto mit. Hoffentlich ist zu Hause alles aufgeräumt. Oh mein Gott, schnell nach Hause. Otto muss gleich in die Arbeit. Aber die Musik ist immer noch an. Das heißt, wir können dann gleich mal mit ihr hier tanzen. Otto darf jetzt aufstehen. Darf sich noch mal was zu essen machen. Snack essen, Müsli. Dann darf er noch mal Fernsehen anschauen. Peter dürfte dann gleich nach Hause kommen. Und Anna hat Soziales voll, also hör auf. Wieso isst die immer einen Herbstsalat? Ich verstehe es nicht. Snack essen, Müsli. Oh, und da sind sie zu Hause angekommen. Jetzt erstmal romantisch flirten. Caroline ist anscheinend richtig müde. Trotzdem, Peter geht jetzt erstmal hier hin. Und dann ruft er Caroline zu sich und dann gehen sie erstmal tanzen. Hallo, Caroline. Nein, du schaust nicht Fernseher. Wo ist es? Da, herbeirufen. Was machst du? Du tust jetzt tanzen und dann. So, und jetzt? Wo ist es denn jetzt? Herbeirufen, aber ich will, dass sie hier mitmacht. Hoffentlich kommt sie jetzt. Und da ist sie auch schon. Jetzt zusammen tanzen. So, zusammen tanzen, endlich. Oh, und Anna hat sich gerade ihr Essen fertig gemacht und haut da ordentlich rein. Hat sie den Garten schon gemacht? Nein, sie hat noch nicht geerntet, ey. Pflanze gießen, Garten pflegen und ernten. Ich bin enttäuscht von dir, Anna. Und Peter tanzt noch immer mit ihr. Sehr cool. Schalten wir mal. Nein. Lassen wir die Musik einfach so. Otto guckt noch immer Fernseh, bis seine Arbeit kommt, damit seine Laune auch ja gut ist. Und jetzt Anna geht genau um Viertel vor zwei in ihren Garten und tut da den Garten pflegen und die Pflanzen gießen, weil da die Aura besonders gut sein soll. Das machst du aber schön, mit voller Sorgfalt, Anna. Jetzt mal noch mal auf Otto rüber.
Sein Spaß ist voll, aber er muss dringend pissen. Geh mal schnell pissen. Tanzen die immer noch da? Sehr toll. Und sie sind kurz davor, in eine Beziehung zu kommen. Romantisch küssen. Kompliment über Charakter machen. Und das ganze andere Zeug. Und jetzt möchtest du über Nacht bleiben. Passt. Ah, Anna stöhnt daneben im Garten rum. Otto ist rundum sehr glücklich. Muss jetzt nur noch kurz duschen. Wir duschen vor der Arbeit, alles klar. Und da ist seine. Oh, Anna, Caroline kann nicht über Nacht bleiben. Sie muss nämlich nach Hause, um sich um ein paar Dinge zu kümmern. Otto, jetzt schnell zur Arbeit. Hoffentlich werden wir befördert, aber wie ihr seht, wir haben ideale Voraussetzungen. So, Peter, du kannst mal die Musik jetzt ausschalten. Und Stille kehrt in dem Haus ein. Und jetzt ist alles so öde wie immer. Oh mein Gott. Otto, jetzt geh schon zur Arbeit. Nein, du tust hart arbeiten, damit du ja eine Beförderung bekommst. Oh, und sie, wenn sie jetzt schon wieder auf den Boden pisst, dann tick ich aus. Aber ich glaube, sie schafft es jetzt noch rechtzeitig aufs Klo zu kommen. Garten pflegen. Garten pflegen. Und dann noch ernten. Dort noch das Unkraut jäten. Und wenn sie es jetzt nicht macht, dann wäre es kacke, ja. Aber jetzt mal schnell zu Otto in seine Arbeit. Hoffentlich bekommt er eine Beförderung, weil er wünscht sich nämlich noch Level 5 zu erreichen. Aber er ist, glaube ich, erst Stufe 2. Eine Kantinenkraft. Anna hat Level 5 in der Gartenarbeit-Dings erreicht. Leider konnten wir den Lebenswunsch nicht erfüllen. Aber sowas passiert. Da fangen die Pflanzen langsam an zu vertrocknen. Dabei zu verwelken. Qualitätssäge, sehr gut. Okay, jetzt ist es nicht mehr so. Oh, da klingelt irgendwo das Handy. Wahrscheinlich bei unserem gefragten Peter. Wo ist das? Schnell auf Pause. Klingelt unser Haustelefon oder? Jetzt klingelt nichts mehr. Haben wir den Anruf wohl verpasst, aber mein Gott, passiert. Ja, Peter macht gleich ein Level up. Wird gleich befördert. Ich immer mit meinen Level ups, ey. Aber gleich kriegt er eine Beförderung. Anna arbeitet da immer noch hart in ihrem Garten. Und muss schon wieder duschen. Das macht sie sehr gut da. Bloß die vertrocknen da langsam irgendwie. 45% runtergesetzt. Wir brauchen nix. Wann wacht Peter eigentlich auf? Gleich ist er fertig. Dann darf er sich noch was zu essen machen und dann ruft er gleich mal Caroline an. Benützen und dann duschen noch. Sim anrufen. Nach Hause einladen. Wurde Otto befördert? Ja, Otto wurde befördert. Oder halt noch nicht, aber wenn er daheim ist, kriegen wir die Beförderung. Und einen extra Bonus. Dann haben wir wieder Geld. Anna ist immer noch nicht fertig und stinkt schon wieder total von der harten Gartenarbeit.
da schon wieder das Zeitung austrage, Mädchen. Immer diesen Gesichter, ey. Echt heftig. Nicht auf Pause. Zock weiter. Aber es ist Wahnsinn, wie die Sims bei der Gartenarbeit immer stinken. Aber gucken wir Anna einfach mal zu. Peter macht gerade sich bereit, sein Müsli zu essen und hat geschmeckt. Der erste Löffel. Er fordert einfach in sich rein. Mit Kameraden abhängen, bei Vorgesetzten einschleimen. Anna ist da gleich fertig mit ihrem Garten, der schon seit Anfang des Let's Plays richtig gewachsen ist. Jetzt noch die Apfelbäume, die ich vor der Tür gepflanzt habe. Schön machst du das. Und sie ist richtig müde. Otto hat 329 Simoleons verdient und einen Bonus von. Wo steht das? Ah, wir haben einen Bonus von 528 Simoleons verdient. Und er verdient jetzt 49 Simoleons in der Stunde. Und wir haben jetzt 887 Simoleons. Gut gemacht, Otto. Ich bin stolz auf dich. Aber jetzt braucht er wieder Geschicklichkeit. Oh, fuck. Dann darfst du gleich mal das Klo entstopfen. Und dann mal Sachen upgraden, damit du Geschicklichkeit bekommst. Rumbasteln. Peter darf mit Caroline Custard oder wie man das ausspricht, einladen. Rumbasteln. Klar, ich komme gleich mal rüber, okay. Otto darf dann überall rumbasteln, damit alles gut ist. Warum geht's auch am Telefon? Nein, und am Radio auch nicht. Da auch nicht. Okay, dann können wir es noch hier machen. Am Herd. Da geht's sogar auch. Und am Kühlschrank. Nein, okay. Das reicht aber auch fürs Erste. Das Lied hatten wir schon mal und Peter tanzt schon wieder und wartet gerade auf seine Caroline. Grün, gelb, rot. Oh, jetzt ist Otto auch rot. Und Anna duscht gerade und darf. Hat die es immer noch nicht geerntet oder was? Nein, du isst keine Tomate. Bist du dumm oder was? 8 Äpfelhammer. Pflanzen wir das noch oder lassen wir das? Pflanzen wir es einfach. Mehr Pflanzen. Da eine hin. Da eine. Da auch. Alles in schönen Reihen. Oh, der tanzt voll aus der Reihe. Aber ist jetzt auch egal. Hauptsache, sie bekommt wieder Level up. Oh, und da hat gerade jemand geklingelt. Peter wird schon öffnen. Oh, und jetzt auf einmal alles weg. Oh mein Gott. Peter begrüßt deinen Gast. Und dann können sie schon wieder zusammen tanzen. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Jetzt haben wir genügend Geld, um uns ein Doppelbett zu leisten. Allerdings brauchen wir dazu etwas mehr Platz und Annas Bett muss mal kurz zu Peters rein. Und Peter kriegt jetzt ein Doppelbett. Das reicht schon. Passt es da auch nicht rein? Naja, egal. Da oben haben wir Platz. Und jetzt, Peter, geh dich mal entspannen. Na, wo bleibt er? Peter, leg dich hin.
Der macht sich sehr bequem. Und viele wissen jetzt eh schon, was ich vorhab. Und jetzt tu mal. Um Umwandlung bitten. Ist sie ein Vampir? Das Techtelmechtel können wir entschieben. Verschieben. Oh mein Gott, haben wir hier gerade einen Vampir zu Gast? Schauen wir sie doch mal noch genauer an. Könnte man ihr es zutrauen? Also ich weiß es nicht genau. Aber naja, wäre schon eine geile Sache. Aber die Zeit ist wieder aus. Und was jetzt genau mit ihr ist, ob sie wirklich ein Vampir ist, erfahren wir morgen. Also unbedingt reinschalten. Ciao, Leute.